Hey Freunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid bei den Nachrichten von dieser Woche. Innenpolitisch ist relativ wenig passiert, aber europapolitisch und vor allem außenpolitisch ist einiges passiert. Deswegen werden wir heute vor allem unseren Fokus darauf richten. Nichtsdestotrotz schauen wir als allererstes trotzdem auf die deutsche Innenpolitik und da ist das größte Thema derzeit die AfD-Spendenaffäre. Kleiner Hintergrund, die AfD-Politiker Meuthen und Reil haben in den letzten Jahren Wahlkampfspenden angenommen von einer Schweizer Werbeagentur. Die Schweiz gehört nicht zu Europa, nicht zur EU. Damit ist das Ganze rechtswidrig und die AfD soll jetzt über 400.000 Euro Strafe zahlen. Dagegen will die AfD jetzt Widerspruch einlegen, sieht sich rechtlich eben auf der sicheren Seite. Allerdings haben auch Meuthen und Weidel und Co. mittlerweile eingeräumt, dass es vor allem in der Anfangsphase der AfD eben einige Fehler gab. Ob die eben damals bewusst gemacht wurden oder gemacht worden sind oder ob damals einfach die Partei zu jung war und die Erfahrung nicht da war und deswegen solche Spenden angenommen wurden und nicht schnell genug zurückgezahlt wurden, das weiß man bis heute nicht. Da ist die Frage, ob es dann dazu noch einen Ausschuss geben wird, eine Untersuchung geben wird. Derzeit liegt eben diese Strafe von 400.000 Euro auf dem Tisch und wie gesagt, der Widerspruch, der von der AfD hier eingelegt werden wird. Weiter geht's mit der Europapolitik. Wir schauen auf den Brexit, der ist ja gerade auf mehr oder weniger unbestimmte Zeit bis Oktober verschoben worden, hat jetzt aber seine ersten richtig konkreten Folgen gezeigt. Denn wir schauen auf den Nordirland-Konflikt, der ja seit einigen Jahrzehnten schwelt, in den letzten Jahren friedlicher war, jetzt aber wieder hochkocht. Das bedeutet, dort sind katholische Nationalisten, die gegen protestantische Unionisten tatsächlich richtig kämpfen. Früher war das voller Gewalt, seitdem eben Großbritannien in der EU ist, hat sich das alles ein wenig relativiert. Die Grenze ist ja schließlich offen. Es ist nicht mehr ein richtiger Zwei-Fronten-Krieg an der Stelle. Dieser Konflikt schwelt mit dem Brexit aber wieder auf. Seit Jahresbeginn sind einige Sprengsätze gezündet worden, bei denen zum Glück niemand verletzt wurde. Jetzt kam es aber zu einem Schusswechsel, der eben eindeutig diesem Konflikt zuzuordnen ist, bei dem eine nicht Beteiligte, eine Zivilistin, eben erschossen wurde. Und die Trauer ist selbstverständlich groß und natürlich auch die Frage, ob das mit dem Brexit und so weiter das wirklich wert ist, diesen jahrzehntealten Konflikt eben auch so wieder zu befeuern. Und dann haben wir noch ein paar Updates bezüglich Artikel 13, Artikel 17, also der neuen EU-Urheberrechtsreform. Die ist jetzt, die wird kommen, die ist jetzt umgesetzt. Die einzelnen Länder haben jetzt nach dem EU-Parlament eben auch zugestimmt, auch wenn die Abstimmung haarscharf war. Das heißt, wenn ein Land, zum Beispiel Deutschland, nicht zugestimmt hätte, dann wäre diese Reform nicht gekommen. Deutschland hat, also die deutsche Regierung hat zugestimmt, allerdings unter Vorbehalt. Das heißt, man hat im Koalitionsvertrag festgeschrieben, man möchte keine Uploadfilter haben, daran möchte man festhalten. Trotzdem hat man dieser Reform zugestimmt. Kritiker fragen sich selbstverständlich jetzt, wie genau die Bundesregierung das umsetzen will ohne Uploadfilter. Das ist sehr, sehr fraglich. Und ob es dann zu Strafzahlungen gegenüber Deutschland kommen wird oder ob die Bundesregierung doch einlenkt und Uploadfilter einsetzen wird, das werden dann ja die nächsten Jahre zeigen und da wird vermutlich die Internetgemeinde dementsprechend aktiv sein und das beobachten. Außenpolitisch haben wir noch ein ganz interessantes Thema heute, denn wir kennen ja die Forderungen aus Polen mit den Reparationsforderungen für den Zweiten Weltkrieg, was eben alles längst in den Verträgen von vor Jahrzehnten beschlossen wurde, wo die Regierungen zugestimmt haben, das ist abgegolten etc. Nun hat auch Griechenland eben begonnen, Reparationsforderungen an Deutschland zu stellen. Sie haben die Finanzkrise und so weiter alles abwarten wollen und möchten jetzt auf Augenhöhe freundlich, aber bestimmt 290 Milliarden Euro von der Bundesregierung sehen. Die hat das entschieden zurückgewiesen, hat gesagt, es ist sowohl politisch als auch juristisch eindeutig geregelt. Ist es in internationalen Verträgen auch. Es gibt allerdings vereinzelt Juristen, die das Ganze eben anzweifeln und nicht genau oder sagen, es ist nicht genau entschieden, wie es am Schluss ist. Dementsprechend ist die Frage, ob da ein juristischer Spielraum besteht, der wird derzeit geprüft. Deutschland, die Bundesregierung hat diese Reparationsforderung allerdings entschieden zurückgewiesen. Im Folgenden richten wir mal unseren Blick noch auf einen Staat, mit dem die EU in den letzten Jahren sehr eng zusammengearbeitet hat, vor allem in Flüchtlings- und Migrationspolitik, ein Nachbarland der EU, aber wir schauen auf Libyen. Und da gibt es gerade, ja, muss man so sagen, Bürgerkrieg. Die Einheitsregierung in Tripolis, die international von allen anerkannt ist, die nach eben der arabischen Revolution eingesetzt wurde, hat praktisch de facto keine Macht, kontrolliert Tripolis, also die Hauptstadt, viel mehr, aber nicht wirklich. Denn General Haftar, ein ehemaliger General aus der Diktatorenherrschaft von vorher, hat eben große Teile des Landes an sich gerissen, viele Ölplattformen, viel Industrie etc. und kontrolliert damit eben sehr, sehr viel von Libyen.
hat damit enorm viel Macht und möchte seinen Einfluss noch weiter ausdehnen, hat jetzt eine Offensive gegen Tripolis, gegen die Einheitsregierung gestartet. Der UN-Sicherheitsrat hat bereits getagt, sieht eben hier eine riesige Katastrophe auch humanitär laufen. Es ist ein de facto ein Bürgerkrieg, muss man sagen. Und auch für die EU ist das Ganze sehr, sehr wichtig, denn viele Flüchtlinge, die aus ganz Afrika in die EU und nach Europa kommen möchten, sind derzeit immer noch dort, sind in irgendwelchen Lagern. Aber auch Menschen in Libyen möchten eben aus diesem Bürgerkrieg hinausfliehen. Und eventuell werden wir jetzt hier eine Flüchtlings- oder ein neues Aufleben der Flüchtlingskrise haben, wenn diese Menschen eben in die Nachbarländer, aber auch Richtung Europa fliehen möchten. Deswegen ist das eine sehr heikle Situation, die sich da in den letzten 2 Wochen sehr, sehr schnell entwickelt hat. Und alle Staaten versuchen gerade irgendwie daran teilzunehmen, das zu deeskalieren. Viel ist aber von internationaler Seite leider noch nicht passiert. Mehr oder weniger gute Nachrichten gibt es aus dem Sudan. Dort ist ja der herrschende Autokrat abgesetzt worden von einer Militärregierung aufgrund von ja, wochenlangen heftigsten Protesten innerhalb des Landes. Der Militärchef ist daraufhin aber aufgrund von Protesten auch zurückgetreten. Sie haben die Ausgangssperre aufgehoben, politisch Gefangene befreit. Das Ganze reicht der Bevölkerung aber noch nicht. Sie möchten und sie haben ein Ultimatum gestellt für die Militärregierung, die Macht eben an eine zivile Gesellschaft, an eine zivile Organisation, an Vertreter des Volkes zu übergeben. Dementsprechend marschiert der Sudan weiterhin in Richtung Demokratie und die Menschen gehen dort auf die Straße und setzen sich auch wirklich aktiv dafür ein. Zu guter Letzt haben wir leider noch einen Bericht von Reporter ohne Grenzen für 2018, leider, weil ja die Pressefreiheit in der ganzen Welt zunehmend zurückgeht. Vor allem, muss man sagen, in Europa und den USA, beide stehen noch von der Pressefreiheit ganz gut, haben aber die größten Einbußen zu verzeichnen. In Ungarn, in Italien etc., aber vor allem eben auch in Deutschland werden zunehmend Journalisten attackiert. Es herrscht ein gewisses Klima der Angst. Es ist wirklich, wirklich noch nicht schlimm, aber es sind Verluste in der Pressefreiheit, die müssen ernst genommen werden und da muss man auf jeden Fall gegen vorgehen, dass eben freie Meinungsäußerung und Berichterstattung, die auf neutraler Grundlage einfach passiert, dass die weiterhin möglich ist. Und dann ganz zum Schluss wie immer noch die gute Nachricht der Woche. Ganz kurz, nicht besonders lange, aber da möchte ich euch dieses Bild hier zeigen. Denn Forschern in Israel ist es gelungen, mit Hilfe eines 3D-Druckers ein menschliches Herz zu drucken. Kein funktionsfähiges, kein besonders großes. Es ist, hat die Größe eines, ja, eines Embryo-Herzens und kann auch noch nicht schlagen. Aber es ist eben ein weiterer Schritt in Richtung eines Herzens, was eben komplett 3D gedruckt wird. Es sind auch Zellen aus dem Patienten entnommen worden. Das heißt, dieses Herz hätte keine Abstoßungsreaktion. Und würde man solche Technik bereits jetzt haben, dann könnte man eben so vielen Menschen das Leben retten, man könnte neue Herzen züchten, neue Organe und da sind die Forscher noch einige Jahrzehnte von entfernt, aber sowas ist immer ein großer Schritt. Ich finde, das zeigt immer schön die Bedeutung, dass man immer weiterkommt, dass es auch vor allem im medizinischen Bereich immer weiterhin Fortschritt gibt und dass es den Menschen trotz aller Nachrichten in den letzten Jahren auch immer besser geht und dank technologischen und medizinischen Fortschritts auch in Zukunft hoffentlich besser geht. Ich denke, viel besser wird das Schlusswort ehrlich gesagt auch nicht werden. Freue mich, dass ihr dabei wart. Fragen, Anregungen, Kommentare, wie immer alles gerne in die Comments. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu den nächsten Nachrichten nächste Woche wieder.